Ich sage schon mal herzlich willkommen bei unserer ersten Veranstaltungsreihe oder der ersten Veranstaltung zu unserer Veranstaltungsreihe 90 Minuten Tacheles. Bevor wir gleich unsere heutigen Gäste vorstellen und begrüßen, möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Worte zu uns, den Organisatoren und Organisatorinnen sagen. Mein Name ist Feline, ich bin Bildungsreferentin im Projekt Akriba, antisemitismuskritische Bildungsarbeit. Wir sind ein Demokratie-Leben gefördertes Projekt und sind in Trägerschaft der Jugendbildungsstätte Lidezer Haus. Und zum Team gehört noch mein Kollege Arne, aber der ist heute leider nicht da. Ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christoph, ich bin Sozialpädagoge im Fanprojekt. Das Fanprojekt ist eine kommunale Einrichtung der offenen und aufsuchenden Jugendarbeit und wir sind gefördert von der Stadt Bremen und der DFL. Außerdem sind wir Träger der außerschulischen und politischen Bildungsarbeit, unter anderem durch das Lernzentrum Ostkurvensaal, vertreten durch meine Kollegin Gesa Mann, jetzt steht hier auf meinem Zettel, die heute auch hier ist. Die ist auch hier, genau, die kommt aber gleich. Im letzten Jahr haben wir uns mit dem Fanprojekt und dem Lernzentrum zusammengefunden und haben überlegt, was für Veranstaltungen wir dann zum Thema Antisemitismus und Fußball durchführen wollen. Und aus diesen Ideen ist jetzt diese Veranstaltungsreihe 90 Minuten Tacheles entstanden, in der wir über das ganze Jahr verteilt in verschiedenen Veranstaltungen, Bildungsformaten uns mit den Themenbereichen jüdische Biografien bei Werder, RB Leipzig und Kritik an RB Leipzig, was das vielleicht auch mit Antisemitismus zu tun haben kann. Dann möchten wir über jüdische Vereine in Deutschland sprechen. Fußball und Fankultur in Israel wird auch Thema sein. Und am Ende geht es nochmal um Erinnerungskultur im deutschen Fußball. Genau, 90 Minuten Tacheles bezieht sich auf das Wort Tacheles. Das ist ein jiddisches Wort und bedeutet so viel wie Klartext reden. Und das ist das, was wir versuchen wollen, mit unseren Gästen zusammen in 90 Minuten, manchmal aber auch ein bisschen mehr. Genau, wir freuen uns, unsere heutigen Referenten begrüßen zu dürfen, Lukas Bracht und Fabian Ettrich. Lukas wuchs in der Nähe von Bremen auf und ist seit Kindestagen schon Werder-Fan. Er hat bereits seine Abschlussarbeiten an der Universität zur Vereinsgeschichte von Werder geschrieben, mit dem Fokus auf die Zeit des Nationalsozialismus. Über einen Artikel in der Elf-Freunde wurde er über die Ries-Broschüre auf das Buchprojekt aufmerksam. Genau, und Lukas arbeitet in der Kundenbetreuung bei einem Softwarekonzern. Fabian Ettrich verfolgt Werder leidenschaftlich schon seit 1993 und ist Gründungsmitglied und Schatzmeister des Werder-Fanclubs Ahoyk-Schuh 05 in Osnabrück. Der studierte Historiker und Politikwissenschaftler hat 2017 bereits an der Broschüre der Antidiskriminierungs-AG des Fanprojekts über Alfred Ries mitgearbeitet. Und Fabian arbeitet im Bereich Wirtschaftskommunikation. Schön, dass ihr beiden heute Abend bei uns seid. Lukas und Fabian sind darüber hinaus Teil eines AutorInnen-Kollektivs, die vor wenigen Wochen das Buch mit dem Titel Werder im Nationalsozialismus – Lebensgeschichten jüdischer Vereinsmitglieder veröffentlicht hat. Wir hören gleich einen Vortrag von euch zu Werder Bremen in der NS-Zeit, zu jüdischen Biografien im Verein und Werders langjährigem jüdischen Präsidenten Alfred Ries und neuen Erkenntnissen, zu denen ihr bei euren Recherchen gelangt seid. Nach dem Vortrag gibt es natürlich für euch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und im Anschluss an die Veranstaltung laden wir euch alle noch in den Ostkurvensaal ein, auf ein Getränk und um weiter miteinander über das Thema ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung heute findet auch in Kooperation mit Werder Bremen statt. Wir dürfen an diesem wunderschönen Ort im Stadion sein. Dafür vielen Dank. Aufgrund der pandemischen Lage weisen wir auf die Maskenpflicht hin. Ich sehe schon, ihr macht das alle ganz vorbildlich, also vielen Dank dafür auch. Dann wird heute in Bild und Ton auch die Veranstaltung aufgenommen von Herrn Kranefeld. Vielen Dank. Und ohne weitere Umschweife gebe ich jetzt das Wort an euch weiter und sage 90 Minuten Tacheles. Ja, auch von meiner Seite. Ich bin Fabian. Schönen guten Abend und danke für, ich glaube, wir können du sagen, euer Interesse, dass ihr uns sozusagen dem schönen Bremer Wetter heute vorgezogen habt. Wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in die Entstehung und in den Inhalt dieses Buches, was jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist über Werder Bremen im Dritten Reich.
Und wir haben uns überlegt, dass wir wie folgt vorgehen wollen. Wir wollen euch einmal kurz erläutern, wie es zu diesem Projekt überhaupt gekommen ist und dann euch ein bisschen mitnehmen in die Zeit des Dritten Reiches und wie Werder Bremen sich dort verhalten hat und dann euch ein paar einzelne Biografien vorstellen, damit ihr die jüdischen Werder-Mitglieder ein bisschen besser kennenlernt. Und danach würden wir gern mit euch in die Diskussion einsteigen. Ja, der Start liegt so ein bisschen begründet in einem Aufruf im Werder-Magazin im Dezember, glaube ich, war es 2016. Da gab es einen Aufruf der Antidiskriminierungs-AG des Fanprojektes und es wurde die Frage gestellt, wer kennt Alfred Ries? Und ich habe das gelesen als Bezieher des Magazins und ich wusste nicht, wer das war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht heute auch noch nicht oder auch vor 5 Jahren nicht. Mir sagte der Name bis dahin nichts, hat sich inzwischen grundlegend geändert und ich habe damals mich beim Fanprojekt gemeldet und habe gedacht, Mensch, da möchte ich ein bisschen mitmachen bei der Recherche, vielleicht leihe ich mir in der Bibliothek an meinem Wohnort ein paar Bücher aus, schicke ein paar Informationen rüber und das ist dann mein Beitrag zu diesem Projekt. Ist dann ein bisschen anders gekommen, es hat sich so eine Gruppe entwickelt daraus, aus in der Spitze 10 Leuten, die sich einmal im Monat getroffen haben im Fanprojekt und wir haben Informationen zusammengetragen, haben ganz einfach angefangen im Internet, haben uns durch Werder-Chroniken, durch Vereinsnachrichten aus dem Werder-Archiv gewühlt, waren im Staatsarchiv in Bremen, haben Wiedergutmachungs- und Entnazifizierungsakten uns angeschaut, waren im Auswärtigen Amt, haben dort die Personalakte auch von Alfred Ries durchgesehen, haben Literatur gewälzt, haben Gespräche geführt, haben Zeitzeugen befragt und in den letzten Jahren sind wir auch noch stärker in Militärarchive eingestiegen und was das auf sich hat, zeigen wir gleich noch. Rausgekommen ist auf jeden Fall 2017 zum 50. Todestag von Alfred Ries diese Broschüre unten rechts, wer Versöhnung will, der muss sie praktizieren. Und die Broschüre wurde in, zielgruppengerechter Sprache aufbereitet, recht einfach gehalten. Wir hatten zwar alle Informationen, die dort veröffentlicht wurden, auch mit Quellen schon für uns auseinanderdividiert, aber die in der Broschüre selbst nicht einzeln ausgewiesen. Und die wurde mehrere hundert Male gedruckt und lag auch im Ostkurvensaal aus. Mit einhergehend gab es ein paar Aktionen noch, zum Beispiel auf dem jüdischen Friedhof in Hastedt, gar nicht so weit weg von hier, in der Deichbruchstraße. Dort liegt das Grab von Alfred Ries und das war so ein bisschen verwittert und in die Jahre gekommen. Das sieht man oben links hier auf der Folie. Einige engagierte Fans haben das dann ein bisschen aufgehübscht und es gab dann auch eine Veranstaltung zum 50. Todestag von Alfred Ries 2017. Und eine Gedenktafel wurde an der Friedhofsmauer angebracht. Inzwischen ist die auf einer Stele neben dem Grab zu finden. Und ja, der Friedhof ist frei zugänglich, also wer mag, kann dort auch mal vorbeischauen. 2018 beim Tag der Fans wurde dann der Platz, diese grüne Promenade vor der Westkurve, bis dahin namenlos, benannt in Alfred-Ries-Platz. Da gab es eine Eröffnung mit dem damaligen Präsidenten der Bürgerschaft, Christian Weber, und mit Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Und dieser Platz erinnert auch mit einer kleinen Unterzeile unter dem Verkehrsschild an Alfred Ries und sein Wirken für Werder. Genau, und jetzt übergebe ich an Lukas, der so ein paar Worte sagt zu unserem Buch und wie er zum Projekt gekommen ist. Ja, ich bin Lukas, auch herzlich willkommen von meiner Seite und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich werde kurz was über das Buch sagen. Und jetzt brauche ich diesen zum Weiterklicken. Genau, das Buch sagen, was Fabian gerade schon erwähnt hatte. Es sind letztendlich, ich würde es mal in 3 Teile unterteilen. Einmal ist es eine Einführung in Werder im Nationalsozialismus, also zwischen 1933 und 1945. Das werde ich gleich kurz vorstellen. Und dann haben wir ferner 6 Artikel, biografische Artikel über jüdische Vereinsmitglieder. Eins behandelt eine Familie, deswegen sind es insgesamt 9 Mitglieder, 6 verschiedene Artikel. Und 2 Artikel gehen nochmal tiefer in die Causa Ries. Da wird Fabian gleich auch noch was oder später noch was zu sagen.
speziell adressierend neue Vorwürfe gegen oder wieder aufgelebte Vorwürfe gegen Alfred Ries. Genau, und es geht, glaube ich, schon hier hervor, dass Fabian und ich das Buch nicht alleine geschrieben haben, sondern das in einem Kollektiv, Carina ist auch hier, mit noch einigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern geschrieben haben. Vielleicht ganz kurz zur Ausgangssituation. Wir sind 1933, wer das ist ein Verein, der hat 400, 500 Mitglieder, also größer ist er damals nicht gewesen. 1899 gegründet, in der Zeit, in der Fußball nicht sehr populär war. Im Wilhelminischen Kaiserreich war eher das Turnen die Sportart. Fußball wurde da ja verpönt, es hieß Fußlümmelei teilweise. Also Werder muss auch als Verein letztendlich um Anerkennung kämpfen, ist aber recht schnell gewachsen, was die Mitgliederzahl angeht. Bis dann der Erste Weltkrieg finanzielle Folgen hatte, aber auch die Folge hatte, dass teilweise die Hälfte der Mitglieder tatsächlich im Kriegsdienst waren. Also einen schweren Einfluss auf die Vereinsgeschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg begann dann in der Weimarer Republik die erste Blütezeit des Fußballs oder des Sports auch im Allgemeinen. Es sind viel, viel mehr Sportarten wurden akzeptiert, Frauen durften in Sportvereine eintreten. Und auch Werder ist stark gewachsen an Sportarten, aber auch an Mitgliedern. Der Fußball ist letztendlich zum Massenphänomen geworden, ist aber durch die verschiedenen Wirtschaftskrisen in den 20er Jahren, war es so ein Auf und Ab, auch an Mitgliederzahl, sodass diese letztendlich, wie gesagt, 1933 wieder auf 400 bis 500 Mitglieder geschrumpft war. Was Politik im Verein angeht, lässt sich in den Akten, die wir oder in den Dokumenten, die wir untersucht haben, nicht viel finden. Also es ist aus den untersuchten Akten es geht nicht hervor, dass Werder eine völkische, nationale Ausrichtung hatte vor 1933. Es war mit Sicherheit kein Arbeiterverein, sondern es war eher ein Verein im bürgerlichen Milieu, was auch in der ersten Satzung wurde speziell von Mitgliedern verlangt, dass sie eine höhere Schulbildung haben zum Beispiel. Also damit hat man schon mal eine Gruppe an oder eine große Gruppe an Personen einfach ausgeschlossen. Aber wie gesagt, keine bürgerlich konservativ mit Sicherheit, aber keine völkische oder nationale Vorbelastung. Jetzt zu meinem Beitrag. Entschuldigt die lange Einleitung. Was will ich jetzt zeigen? Und ich will zeigen, dass ich genau das, was ich gerade eben erwähnt habe, dass der Verein bis dahin nicht politisch war, dass sich genau das ab 1933 und zwar schlaghaft ändert. Und was umso bemerkenswerter ist, eigentlich mit dem gleichen Personal, also mit den gleichen Personen, die auch vorher im Verein waren, sind ab 1933 auf einmal sehr, sehr politisch und zwar sehr, sehr linientreu gegenüber den Nationalsozialisten. Also diese Veränderungen ab Januar 1933 habe ich in meinem Beitrag aufgezeigt, speziell in den ersten Jahren, weil der Sportverein da noch einigermaßen Spielraum hatte, was eigene Entscheidungen anbelangte. Ja, wie habe ich das gezeigt? Und das sind die drei Kapitel, die ich jetzt gleich ganz kurz durchgehen möchte. Einmal anhand der Organisation im Verein, die sich ab 1933 sehr schnell und sehr stark geändert hat. Also wer durfte was entscheiden? Als zweiten Punkt das Vereinsleben. Und als dritten Punkt, und dann überleitend zu den Biografien, den Aria-Paragraphen in der Satzung und die jüdischen Mitglieder. Vielleicht ganz kurz, welche Quellen benutzt worden sind. Und das ist ein Auszug. Ich habe mir Vereinssatzungen angeschaut. Ich habe mir Mitgliederzeitschrift angeschaut, also ein monatlich erscheinendes Mitgliedermagazin, was ich dankenswerterweise im Archiv hier bei Werder einsehen durfte. Außerdem Versammlungsprotokolle von Mitgliederversammlungen. Klingt langweilig, aber es ist für die Zeit sehr, sehr spannend tatsächlich. Und hier auch nicht unerwähnt zu lassen, dass ich natürlich auf einer gewissen Vorarbeit aufbauen konnte, dadurch, dass von Klingebiel und Wallenhorst es speziell die 90-Jahr-Chronik schon gab. Ich komme mal als erstes zu dem Punkt Satzung. Klingt sehr, sehr dröge,
Aber jeder Verein hat tatsächlich eine, also zumindest wenn er ein eingetragener Verein ist, werden wahrscheinlich einige in einem Sportverein sein, aber ich nehme an, noch nie in die Satzung des Vereins geschaut haben. Macht man normalerweise halt auch nicht oder macht eigentlich wahrscheinlich nur der Vereinsvorsitzende. Gibt auch Mitgliederversammlungen, da werden auch Protokolle geschrieben, die dann irgendwo abgelegt werden. Guckt sich wahrscheinlich auch selten nochmal jemand an. In diesem Fall waren sie sehr, 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 sehr wertvoll tatsächlich. Das würde ich jetzt ganz gerne hier kurz an einem Beispiel zeigen, und zwar die Vereinssatzung von Werder aus diesem Jahr, beziehungsweise die heute aktuelle, die den Zweck des Vereins in Paragraph 2 darlegt. Also eine Satzung sagt letztendlich, was ist die Idee des Vereins, warum gibt es den Verein, wer darf Mitglied werden oder wer kann Mitglied werden, was für Mitgliedsarten gibt es, wie ist die interne Organisation, also wie oft trifft man sich. Das werden wir jetzt hier auch vergleichend sehen. Paragraph 2 der aktuellen Satzung von Werder sagt, ein besonderes Augenmerk, also des Vereins, besonderes Augenmerk legt der Verein auf die körperliche und geistige Bildung seiner, in diesem Fall steht hier, Jugendmitglieder. Der Verein ist politisch und religiös streng neutral und steht in allen seinen Belangen auf demokratischer Grundlage. Demgegenüber 1935, der Verein bezweckt die leibliche und seelische Erziehung seiner Mitglieder im Geiste des nationalsozialistischen Volksstaats, durch die planmäßige Pflege der Leibesübungen, und dann werden die Sportarten aufgelistet. Es sind natürlich unterschiedliche Zeiten, die wir da vergleichen. Das ist auch vielleicht ein bisschen plakativ, dieser Vergleich hier. Das Interessante ist aber auch, dass die Satzung bis 1933 sogar relativ ähnlich zu, oder beziehungsweise zumindest Politik im Alltag ausgeschlossen hat. Hier wird es jetzt gerade explizit erwünscht, 1935. Ja, der erste Punkt, Führerprinzip und Vereinsführer. Es gab letztendlich bis Anfang 1933, war die Organisation des Vereins relativ kompliziert. Die Mitglieder hatten sehr, sehr viel oder recht viel Entscheidungsbefugnisse. Es gab verschiedene Ausschüsse, es gab einen Vorstand, der komplett gewählt wurde. Das hat sich 1933 sehr, sehr schnell geändert. Und zwar hatte dann lediglich ein Vereinsführer, der hieß tatsächlich auch so, gab übrigens die Diskussion darüber, ob diese Person tatsächlich Führer heißen darf, weil der Begriff ja eigentlich schon vergeben war. Aber man hat sich dann dafür entschieden. Der Vereinsführer wurde jährlich gewählt, hatte aber letztendlich jede Macht in sich. Also er konnte seine Vorstandsmitglieder einfach benennen und hatte letztendlich alle Befugnisse, ohne die Mitgliedschaft zu fragen, was ein sehr, sehr starker Einschnitt ja einfach in die Rechte der Vereinsmitglieder ist. Da ist das Führerprinzip aber nicht zu Ende, sondern es geht tatsächlich weiter hoch. Und zwar konnte noch nicht ab 1933, aber später konnte der Reichssportführer, von Schammer und Osten hieß er, konnte letztendlich auch bis auf die unterste Ebene, also das ist vergleichbar mit Neuendorf, durfte letztendlich sogar Mitglieder aus verhindern, dass bestimmte Mitglieder in Sportvereine eintreten. Und er hatte auch Einfluss auf die Vereinsführer in den Sportvereinen. Was das Interessante ist, und auch der Unterschied zu heute, dass von Schammer und Osten damals letztendlich auch ein politisches Amt innehatte, was ja der Neuendorf heute nicht hat. Das heißt, diese Kette ging letztendlich, und das ist eigentlich auch die Idee des Führerprinzips, diese Kette ging bis letztendlich ganz nach oben, ermöglichte im Rückkehrschluss aber auch Kontrolle von ganz oben auf die unterste Ebene der Vereine. Ja, wer waren die Vereinsführer bei Werder? Hier sehen wir Willi Stöver, der war von ab Oktober 1933 Vereinsführer. Was vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Quellen. Wir sehen hier einen Teil der Entnazifizierungsakte von Willi Stöver. Es gibt für die Zeit, beziehungsweise ab 1945 musste jeder über 18 letztendlich einen Fragebogen,
der nicht offensichtlich verfolgt war, musste einen Fragebogen gegenüber der Militärregierung in dem jeweiligen, in der jeweiligen Besatzungszone beantworten, was uns natürlich extrem viele Informationen über diese Menschen gibt. Und die haben wir über sowohl Willi Stöver, der 33 bis 37 war, als auch Adolf Hecht, der war anschließend an Willi Stöver Vereinsführer, und vorher Bernhard Stacke für 4-5 Monate, haben wir diese Akten, und die geben uns einen sehr guten Einblick in die Biografien der Vereinsführer. Vielleicht noch ein Wort, oder was auch gerade bei solchen Satzungsänderungen oder bei dieser Satzungsänderung natürlich interessant ist: Hat Werder die gemacht, weil sie es mussten, oder haben sie freiwillig gemacht? Und das ist eine Frage, die sich vermutlich durchzieht durch meinen gesamten Vortrag. Das heißt, an jedem Punkt war die Entscheidung, hätte man sich wehren können, hätte man sich unter gewissen Umständen, oder was wären die Kosten gewesen? Werder hat dieses Führerprinzip tatsächlich eingeführt, bevor sie es mussten. Und sie haben sogar, bevor sie es eingeführt haben, haben sie den existierenden Vereinsvorstand schon Vereinsführer genannt und haben ihm die Befugnisse zugeteilt. Also spricht das hier für eine proaktive Anpassung von Werder an die neuen Machthaber. Ja, vielleicht zwei, drei Worte zu den Vereinsführern. Bernhard Stacke, der, ja, wie gesagt, 1933 Vereinsführer war, hat letztendlich im Wiedergutmachungsverfahren oder im Entnazifizierungsverfahren sowohl von Alfred Ries als auch von Theo Eggert, also zwei jüdischen Mitgliedern von Werder, positive Zeugnisse ausgestellt bekommen. Sowas war sehr, sehr hilfreich in diesen Entnazifizierungsverfahren ab 1945. Also spricht gerade das Zeugnis von Ries spricht vermutlich für sich. Wird auch gesagt, dass er, glaube ich, Theo Eggert tatsächlich geholfen hat während seiner Verfolgung oder ihm Jobs verschafft hat. Dann im Gegensatz dazu Willi Stöver. Also alle drei waren vorher schon im Verein, ja, und alle drei waren vorher nicht auffallen. Sie hatten alle gewisse Ämter, aber sind nicht politisch aufgefallen. Willi Stöver, da ist es sehr, 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 sehr bemerkenswert, dass er ab der ersten Vereinszeitungsausgabe, die er verantwortet war, sofort ein nationalsozialistischer Sprachgebrauch. Es war viel von völkisch, national, von einem angeblich benötigten Wiederaufbau des Vaterlandes nach der Zeit der Weimarer Republik, nach der Demokratie. Zeit nötig. Ich habe das gerade noch mal rausgesucht, weil ich es ein sehr, sehr starkes Zitat finde oder sehr, sehr aussagekräftiges. Der Stöver hat angekündigt, von seinem Recht als Vereinsführer gegebenenfalls rücksichtslos Gebrauch zu machen. Jedes Mitglied hat die Pflicht und die Schuldigkeit, in unserer Gemeinschaft mit einheitlichem Willen der nationalsozialistischen Ideenrichtung zu folgen. Der Parlamentarismus hat ein Ende. Es sei eine gründliche Reinigung des deutschen Hauses von schweren Fäulniserscheinungen durchgeführt. Ich frage mich manchmal persönlich tatsächlich, wie dieses Vokabular sich so schnell ändern konnte. Solche Worte hat man vorher, vor 33, nicht gesehen. Stöver war auch Mitglied der NSDAP relativ spät, war in anderen Organisationen, wir sehen es hier unten auch noch, war er Mitglied. DAF war die Einheitsgewerkschaft während der NS-Zeit. Nach ihm kam Adolf Hecht, der schon seit 1931, also sehr, sehr früh, Mitglied der NSDAP war, wurde also als alter Kämpfer der Bewegung, in Anführungsstrichen, in den Vereinsnachrichten tituliert. Und da ist davon auszugehen, dass er auch sehr überzeugter Nationalsozialist war. Bei ihm ist interessant, und geht jetzt zurück aufs Führerprinzip, als er gewählt worden ist von der Mitgliederversammlung zum Vereinsführer, gibt es in den Unterlagen Hinweise darauf, dass es eine sogenannte Gesinnungsprüfung letztendlich durch die geheime Staatspolizei gab. Das heißt, ein Vereinsführer musste auch noch, wurde danach geschaut, ob er
wirklich das in der Lage ist, das oder nicht in der Lage ist, sondern ob er die nationalsozialistische Ideologie genug befolgt, um letztendlich dieses Amt auszuüben. Zeigt auch nochmal die Kontrolle von oben nach unten. So, ich muss mich, glaube ich, beeilen. Ne? Das Vereinsleben, ich habe es eben gerade schon angesprochen. Ich lese es ganz kurz vor. Die oben erwähnten großen politischen Umwälzungen in Deutschland sind von uns besonders freudig begrüßt worden. Der SV Werder hat seit seiner Gründung stets den nationalen Gedanken vertreten und nicht erst jetzt nach der Umwälzung sein nationales Herz entdeckt. Wie gesagt, habe ich keine Hinweise darauf gefunden, dass es vorher ein völkisch oder nationales Gedankengut, zumindest in den Unterlagen, die ich untersucht habe, gab. Vielleicht Mai 1933, die Versammlung schloss mit einem mit großer Begeisterung aufgenommenen dreifachen Sieg Heil auf unseren Volkskanzler Adolf Hitler und unser deutsches Vaterland. Und dieser Beitrag oder dieser Beitrag aus den Vereinsnachrichten hier unten macht nochmal deutlich, dass sich der Verein letztendlich nicht als Selbstzweck sieht, also nicht nur dafür da ist, um seinen Mitgliedern zu ermöglichen, Sport zu treiben, sondern er sieht sich als Teil von etwas Größerem, und zwar ja jetzt hier, wie ist es formuliert, alles einsetzen will für unser höchstes Ziel, Deutschland. Und als letzten Punkt möchte ich noch kurz eingehen auf den sogenannten Aria-Paragraphen. Der besagt, oder bei Werder ist dieser 1940 eingeführt worden. Das war der Zeitpunkt, an dem sie es einführen mussten. Es gab durchaus im süddeutschen Raum, zum Beispiel Stuttgart und Bayern München, haben es selbst aus Eigeninitiative hin bereits 1933 sich verpflichtet, einen solchen Paragraphen in die Satzung aufzunehmen. Bei Werder gab es ihn erst 1940. Das heißt aber natürlich nicht, dass vorher auch ohne Satzung jüdische Mitglieder ausgeschlossen worden sind. Zum Beispiel wurde ab August 1939, das hier ist ein Aufnahmeprotokoll, ein Aufnahmebogen für neue Mitglieder. Und da sieht man das hier Familienname, Vorname und hier steht Abstammung. Also es wurde die Abstammung abgefragt von neuen Mitgliedern. Das Rational dahinter ist offensichtlich, denke ich. Mitglied einer HJ-Formation, Formation der Hitlerjugend, wurde auch abgefragt. Im Gegensatz dazu nochmal die aktuelle Satzung. Der Verein fördert die Funktion des Sports als verbindendes Element zwischen Nationalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen Schichten. Er bietet Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stellung oder sexueller Identität eine sportliche Heimat. Ich denke, das macht sehr, sehr gut deutlich den Gegensatz zwischen den Zeiten. Ja, abschließend, was ziehe ich aus meiner Beschäftigung mit dem mit Werder im Nationalsozialismus? Es ist auffallend, dass der Alltag auf einmal sehr, sehr viel politischer war. Also es waren auch, man hat den Hitlergruß gezeigt vor einem Spiel, Zuschauer und Spieler. Es gab Hakenkreuzbeflaggung im Stadion. Werder hat teils eigeninitiativ politische Veranstaltungen ausgerichtet, die im Sinne der Nationalsozialisten waren. Und die Politik hat allgemein im Alltag einfach eine viel, viel größere Rolle gehabt. Das hatte ich eben schon erwähnt, der Vereinssport ist kein Selbstzweck mehr. Die Sportler gehen nicht mehr in den Verein, um sich sportlich zu messen, um Sport zu treiben, sondern sie sind oder werden letztendlich dazu gemacht, Teil von etwas angeblich Größerem zu sein. Was mich bei diesen beiden Aspekten immer sehr, sehr fasziniert ist das falsche Wort. Was ich sehr eindrücklich finde, ist, dass die Nationalsozialisten haben relativ schnell Gewerkschaften gleichgeschaltet. Sie haben relativ schnell die politischen Parteien verboten. Sie haben relativ schnell auch andere Sportverbände, die es während der Weimarer Republik gab, außer den DFB, also kirchliche Verbände verboten, Arbeitersportverbände verboten, Medien gleichgeschaltet.
Den Sport haben Sie relativ lange in Ruhe gelassen, auch aus Rücksicht auf 1936, auf die Olympiade in Berlin, damit zum Beispiel die USA die Olympiade nicht boykottiert. Aber was wir hier sehen und was Werder letztendlich auch proaktiv gemacht hat, ist, dass sie sich selbst gleichgeschaltet haben und damit die Politik auch in die Freizeit. Ich meine, die Nationalsozialisten konnten den öffentlichen Raum kontrollieren, aber der Verein hat aktiv dazu beigetragen, diese Politik, und zwar die nationalsozialistische, auch in den Alltag, in die Freizeitgestaltung mindestens seiner Mitglieder zu bringen. Zum dritten Punkt ist es natürlich immer die Frage, und das ist, würde ich tendenziell mit vorauseilendem Gehorsam beantworten. Also die Frage, musste der Verein oder wollte der Verein? Tendenziell würde ich sagen, es ist vorauseilender Gehorsam. Mit Sicherheit wird auch ein Teil des Grundes für die Anpassung gewesen sein, dass man einfach als Verein überleben wollte und gewisse angenehme Begleiterscheinungen nicht missen wollte. Und damit übergebe ich an Fabian für die erste Biografie. Wir werden jetzt ein bisschen im Wechsel die Biografien, die wir auch in dem Buch dargestellt haben, anekdotenhaft vorstellen. Ja, wir starten mit Hans Wolf. Es gibt eine Person im Raum, die sich da eigentlich viel besser mit auskennt. Das ist Carina Knapp-Kluge, die den Beitrag im Buch geschrieben hat. Stellvertretend probiere ich mich mal dran. Also Hans Wolf kam mit 10 Jahren nach Bremen, ist mit 16 Jahren bei Werder eingetreten, also kann man sich, glaube ich, ganz gut reinversetzen. Als aktiver Sportler hat Schlagball gespielt, Tischtennis, Leichtathletik, auch Fußball. Und sich dann auch im Verein recht schnell engagiert als zweiter Kassierer, wahrscheinlich würde man heute sagen stellvertretender Schatzmeister, und auch als Gehilfe auf der Geschäftsstelle. Das alles im Ehrenamt. Werder waren noch ein kleiner Verein, am Anfang ein paar Dutzend, nachher wenige hundert Mitglieder. Und dass jüdische Mitglieder mit dabei waren, das war zwar eine Minderheit, die jüdischen Mitglieder, aber es war jetzt auch kein großes Thema. Thema wurde es nachher Mitte der 30er Jahre, Lukas hat das dargestellt, als es dann eben politisch zum Thema gemacht wurde. Aber von sich heraus war das kein Thema. Ein Thema war eher, dass bis 1919, bis zum allgemeinen Wahlrecht, auch Werder ein reiner Männerverein war. Hans Wolf war im Hauptberuf Vertreter für eine Büroartikelfirma in Thüringen und hat dort gearbeitet bis 1936. Dann wurde er entlassen, weil er als sogenannter Mischling ersten Grades galt. Also er hatte einen jüdischen Vater, bis dahin halt kein Problem. Dann aber mit den Rassegesetzen von 1935 eben doch Thema. Er verlor seine Anstellung und hat sich danach mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen. Und da kommen wir wieder in den Bereich Grauzonen. Hilfe, immer wieder neue Anstellungen zu finden, hat er bekommen von Vereinsführer Adolf Hecht. Also wir sehen, so schwarz-weiß, gut-böse, ist manchmal auch ein bisschen aufgeweicht. Das ist auch eine Sache, die ich mitgenommen habe aus den Recherchen von dem Buch, sich stärker auch den Grauzonen zu widmen und ein bisschen stärker in die Biografien auch reinzugucken und in die Schattierungen, die es da eben auch gibt. Kurios ist bei Hansi Wolf, dass er zwar evangelisch getauft ist und sich, glaube ich, auch eher als Christ gesehen hat, denn als Jude. Obwohl er sogenannter Halbjude war, war er für wenige Wochen auch mal Mitglied der NSDAP und sogar der SS. Kann man sich heute irgendwie kaum vorstellen. Er sagt irgendwie an verschiedenen Stellen, er wurde durch Freunde oder Kollegen mitgenommen, hat aber dann wohl nach kurzer Zeit gemerkt, wo er dann wirklich daran war, und ist dann kurz danach wieder ausgetreten, hat es auch nach dem Krieg angeben müssen im Rahmen des Wiedergutmachungsverfahrens. Da wird auch immer so ein Bogen nochmal gereicht, ob man eben bei nationalsozialistischen Organisationen mit dabei war. Er hat das bejaht und hat dazu geführt, dass er nach dem Krieg, obwohl er eben ja auch seinen gut dotierten Arbeitsplatz verloren hat, eben keine Entschädigung bekommen hat.
Bei Werder war Hansi Wolf noch recht lange, bis in die letzten Kriegstage sogar auf der Geschäftsstelle aktiv, auch als Sportler aktiv. Und auch beim letzten Werder-Spiel, was noch im März 45 durchgeführt wurde in Walle, stand er noch mit auf dem Platz. Das Spiel wurde dann abgebrochen wegen eines Fliegeralarms. Also das letzte Werder-Spiel sozusagen, bevor dann das Ende des Zweiten Weltkriegs dann irgendwann nahte. Hansi Wolf war auch als Soldat aktiv bis 1941, dann hatte er eine Armverletzung und war dann eben nicht mehr im Militärarchiv, aber weiterhin auf der Geschäftsstelle bei Werder. Und auch nach dem Krieg gab es eine Vereinsneugründung mit so ein paar verschiedenen namentlichen Kuriositäten. Also gab im Endeffekt den SV Werder erst nach einigen Monaten. Da waren so zwei, drei Zwischengründungen dabei. Und Mitglied Nummer 5 in der neuen Mitgliederliste war dann eben auch Hansi Wolf. Mitglied Nummer 4, den stellt Lukas gleich noch vor, Theo Eggert. Das waren also auch dann halbjüdische Mitglieder, die sofort wieder bei der Geburtsstunde Werders nach dem Krieg mit dabei waren. Und wo Hansi Wolf tätig war als Geschäftsstellenmitarbeiter bzw. Geschäftsführer nach dem Krieg, ist hier ganz um die Ecke, nämlich bei Franz Mayer. Das war die Vereinsgaststätte ab den 40er Jahren für viele Jahre, was heute als Taubenschlag bekannt ist. Also kennt ihr sicherlich als Treffpunkt für vor den Heimspielen und auch danach. Im ersten Stock, dort in dem blauen Gebäude unten rechts, waren die Räume der Geschäftsstelle, bevor dann irgendwann der Umzug ins Weserstadion stattfand. Und da hat er auch dann Hansi Wolf sein Büro. Und zusammengearbeitet hat er bei seiner Tätigkeit dann auch mit dem Vereinspräsidenten Alfred Ries. Und das sogar noch recht lange. Also Hansi Wolf war Geschäftsstellenmitarbeiter, Geschäftsführer, heute würde man sagen Manager bis 1975. Und dann hat ihn ein gewisser Rudi Assauer als Manager abgelöst. Und ja, in gewisser Weise ähnlichen Hintergrund hat Theo Egger, zu dem Lukas jetzt ganz kurz was sagt, aber tatsächlich auch nur kurz, weil der noch in einer eigenen Veranstaltung in dieser Reihe hier behandelt wird. Damit hast du mir schon mal einen Einstieg weggenommen. vielleicht noch zwei, drei Worte zu dem, was ein Halbjude oder was Fabian gerade als Mischling ersten Grades bezeichnet hat, um das kurz einzuordnen. Die nationalsozialistische Ideologie hat Jüdinnen und Juden ja letztendlich nicht als Glaubensgemeinschaft gesehen, sondern als Rasse mit vererbbaren Merkmalen, um's vielleicht mal so runterzubrechen. Und in dieser Denkweise waren Personen, die zwei jüdische Großelternteile hatten, wurden als Juden, wurden als Mischlinge ersten Grades angesehen. Personen mit einem jüdischen Großelternteil wurden als Mischlinge zweiten Grades angesehen. Demgegenüber gab es auch die sogenannten Volljuden, um die Terminologie kurz einzuführen. Theo Eggerts Mutter war Jüdin. Und wie Hansi Wolf war Theo Eggert als Halbjude relativ lange oder konnte relativ lange relativ unbehelligt leben. Das heißt, er durfte im Gegensatz zu anderen Jüdinnen und Juden seinen Beruf weiterführen. Er war Ingenieur, musste sich, sein Ingenieursbüro wurde am 1941 letztendlich geschlossen, musste sich dann mit gewissen Gelegenheitsarbeiten herumschlagen, aber durfte, wie gesagt, vergleichsweise lang, war auch Mitglied in nationalsozialistischen Organisationen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wie Fabian schon gesagt hat, ist das nachher im Wiedergutmachungsverfahren, komme ich gleich auch vielleicht noch kurz drauf, dann Theo Eggert auch zum Verhängnis geworden. Er war seit seiner Jugendzeit Mitglied bei Werder. In welcher Funktion ist nicht so ganz klar. Er ist relativ lange nicht in Erscheinung getreten. Auch nicht in welcher Abteilung er sportlich aktiv war. Er war aber ab 1945 zusammen mit Hansi Wolf im neu gegründeten Verein
Obmann hieß, glaube ich, das Amt, wurde auch 1949 dann ausgezeichnet bei der 50-Jahr-Feier von Werder, paradoxerweise zusammen mit Willi Stöver, dem vorherigen Vereinsführer. Aber da auf diese Grauzonen kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Jetzt habe ich die Bilder ganz vergessen. Hier ist einmal das Focke-Museum. In dem Focke-Museum gibt es eine Datei, seht ihr hier oben die Karteikarte von Theo Eggert mit zu Jüdinnen und Juden aus Bremen, die während der NS-Zeit verfolgt wurden, mit Informationen. Es steht hier auch kurz, dass er 1944, 1945 unter anderem im Bunker Valentin, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, richtig, Zwangsarbeit leisten musste, ist dann im Entnazifizierungsverfahren, im Wiedergutmachungsverfahren, tut mir leid, ist negativ aufgestoßen, dass er relativ lange relativ viele Freiheiten hatte. Und zwar gibt es tatsächlich in diesem Verfahren, also in dem, es war letztendlich auch also ein Fragebogen oder mehr oder weniger ein Fragebogen oder ein Antrag, den politisch, rassisch verfolgte Menschen stellen konnten an die Militärbehörden ab 1945 und Entschädigung für Arbeitshaft, für Gefängnishaft, für Hinderungen am beruflichen Weiterkommen stellen durften. Und in diesem Verfahren oder in diesem Antrag, was Theo Eggert gestellt hat, das war ein sehr, sehr langwieriges Verfahren auch, weil es immer wieder hin und her ging zwischen den Wiedergutmachungsbehörden und Theo Eggert, gibt es eine Aussage von Karl Katz, von dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, der tatsächlich Theo Eggert es ist ein Dokument, das nicht positiv für Theo Eggert ausfällt. Was ich damit lediglich sagen will, ist, dass es Unterscheidungen gab, wie verschiedene Verfolgte behandelt worden sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist auch ein gewisses Konkurrenzdenken vielleicht sogar gab zwischen politisch Verfolgten, rassisch Verfolgten. Und im Übrigen, es ist gerade 2020, sind offiziell Berufskriminelle und Asoziale als verfolgte Gruppe anerkannt worden. Also es gab sehr vielfältig Verfolgte während der NS-Zeit. Und wie wir sehen, ist es bis heute noch nicht vollständig auch juristisch geklärt. Jetzt dürfte Theo Eggert auch einmal sehen hier und hier rechts den Bunker Valentin dazu. Ja, damit mache ich direkt weiter mit Leo Weinstein. Hier kurz in der Neustadt zwei Wohnsitze, in denen Leo Weinstein gewohnt hat. Einmal die Rüdesheimer Straße, einmal die Westerstraße hier oben. Leo Weinstein ist der einzig nachweisbare Fall eines Ausschlusses von eines jüdischen Mitglieds bei Werder. Das heißt nicht, dass nicht weitere Mitglieder ausgeschlossen worden sind. Aber 1934 oder 35, das ist in den Quellen nicht ganz klar, wurde Leo Weinstein von seinem Vater gesagt, dass er nicht mehr Mitglied im Verein sein darf, aufgrund der Rassegesetze. Und ich möchte meinen Zugang zu Leo Weinstein, den sehen wir hier in fortgeschrittenem Alter, auf dem Foto gut, oder auf Fotos allgemein recht gut zu erkennen, weil er meistens der kürzeste war auf den Fotos. Dieses Foto ist von 1953 aus den USA. Da war Leo Weinstein 32 Jahre alt. Ich bin jetzt 29. Und wenn ich unsere Lebensläufe vergleiche, dann ist es immer wieder sehr beeindruckend für mich, was Leo Weinstein bis zu diesem Alter alleine erlebt hat. Und zwar ist er 1921, also nach dem Ersten Weltkrieg, in Bremerhaven geboren, hat
ja, seine Kindheit relativ behütet in Bremerhaven und Bremen dann später erlebt. 1933 dann den Umschwung. Seine Klassenkameraden wollten sich nicht mehr mit ihm sehen lassen. Er durfte nicht mehr bei Werder Fußball spielen. Ist dann mit seinem Bruder zusammen tatsächlich auf einem der letzten Schiffe in die USA, konnte er fliehen. Hat dort Gelegenheitsjobs wahrgenommen, hat seine Schule zu Ende gemacht. Er konnte auch nicht mehr in Bremen letztendlich nicht mehr in der Schule sein, weil seinen Eltern gesagt wurde, sie müssten das volle Schulgeld bezahlen, obwohl Leo Weinstein einer der Besten der Klasse war. Also auch seine Schule musste er abbrechen in Bremen. Hat das in Amerika wieder aufgenommen, ist dort zur Schule gegangen, hat abends gejobbt, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Nach der Schule ein Studium begonnen, ist dann in die US-Armee eingezogen worden, ist am Omaha Beach in Frankreich gelandet, im Oktober 1944, also nicht am D-Day, sondern einige Monate später, war Übersetzer für General Eisenhower in Paris, ist dann in die psychologische Kriegsführung gekommen, also er war letztendlich hinter deutschen Linien, dafür zuständig, die deutschen Truppen und Bevölkerung zu demoralisieren und zur Aufgabe zu bewegen. War dann einer der ersten, die nach der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald in dem KZ waren, wo sein Vater 3 Jahre vorher ermordet worden ist. War später nach dem Krieg in München noch in einem amerikanischen Radiosender. Ist dann zurück in die USA gegangen, hat sein Bachelorstudium fertig gemacht, 2 Jahre später sein Masterstudium, 1951 seinen Doktor mit 30 Jahren und 1953 steht er hier als Trainer des Uni, des Stanford Soccer Teams, also der Fußballmannschaft von Stanford. Und allein der Lebenslauf bis zu seinem 32. Lebensjahr ist für mich mehr als beeindruckend. Er ist später tatsächlich zu einem der Fußballpioniere in den USA geworden. Er hat viel dazu beigetragen, den Fußball nicht nur an der Westküste, sondern im gesamten Land zu verbreiten. War als Journalist tätig, war insgesamt bei 8 Weltmeisterschaften. Eine Biografie von Pelé übersetzt, hat mit allen möglichen Sportlern, großen Sportlern Kontakt gehabt ist für mich einfach eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit und ich habe den Beitrag letztendlich spontan übernommen und bin sehr, sehr froh, ihn übernommen zu haben. Ich hatte das Glück, an eine unveröffentlichte Autobiografie von Weinstein zu kommen, was auch ein sehr, sehr bewegendes Zeugnis auch speziell seiner Jugend in Bremen war, wie sich 1933 auf einmal alles verändert hat. Er hat es als Flutwelle beschrieben, die über ihn oder über das Land gekommen ist. Er hat sich gefragt, ob den seinen Mitschülern und Lehrern irgendwas ins Getränk gemacht worden ist, weil sie sich so stark verändert haben. Also ich finde es einfach ein sehr, sehr beeindruckendes, eine beeindruckende Biografie und auch ein Privileg, das gelesen haben zu dürfen. Und damit übergebe ich wieder an Fabian für Familie Rosenthal. Ja, ich schließe mal an mit einem Sonderfall. Bisher haben wir Einzelpersonen oder Informationen über Einzelpersonen gehört und jetzt geht es um eine ganze Familie, Familie Rosenthal. Und die Besonderheit hier ist, dass ihr den Wohnort der Familie relativ gut kennt. Das Haus links ist nämlich direkt hier am Osterdeich, Ecke Pferdener Straße, die 107E. Da hat die Familie gewohnt viele Jahre und der Vater, Albert Rosenthal, hatte einen Postkartenverlag und einen Papierhandel in der Charlottenstraße, also zwischen Viertel und Innenstadt. Und ein paar von den Postkarten haben wir auch mitgebracht, also Originale aus dem Verlag Rosenthal. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, sind so Motive aus dem Bremer Stadtbild, aber auch von der Nordsee. Ein paar wirklich schöne Sachen, denn ganz, ganz viele Postkarten eben um 1900 rum und ein paar Jahre später sind eben aus dem Ansichtskartenverlag Rosenthal vom Werder-Mitglied Albert Rosenthal
Albert Rosenthal hatte 3 Söhne, die haben alle 3 auch im Verlag gearbeitet und die Besonderheit ist eben, dass Familienvater und alle 3 Kinder bei Werder Mitglied waren und engagiert waren. Der Vater als 2. Schriftführer schon 1906, da gab es erst ein paar Dutzend Vereinsmitglieder. Und die jüngsten Söhne als Obleute, also sozusagen Abteilungssprecher, und zwar Hermann, der Jüngste, in der Jugendabteilung und Herbert, der Mittlere, im Tennisausschuss. Und die beeindruckendste Biografie hat wahrscheinlich Arthur Rosenthal, der älteste Sohn, der war nämlich Obmann des Presseausschusses, also heute würde man wahrscheinlich sagen, hat Kommunikation und PR gemacht für Werder. Und der war für 1919, also der Krieg war gerade zu Ende, relativ innovativ unterwegs. Der hat nämlich solche Sachen gemacht wie Sportwerbewochen, kennen wahrscheinlich viele von euch heute aus dem Sportverein, wenn der Vereinsgeburtstag ansteht. Also da wurden so Show-Matches gemacht von Jugendmannschaften beispielsweise. Es gab eine Jubiläumsfeier, dort wurde auch mal das Kino angemietet oder das Theater. Es wurden Flugblätter an Schulen verteilt, in 4-stellige Auflage. Und es gab, was für die damalige Zeit sehr innovativ ist, nämlich Kinowerbung. Und ich bin der Meinung, das hat schon durchaus einen Einfluss gehabt auf die Mitgliederentwicklung des Vereins nach Ende des Ersten Weltkrieges. Die Familie musste allerdings ihr Wohnhaus am Osterdeich Mitte der 30er Jahre verkaufen. Zwangsweise und auch den Verlag aufgeben und genau, wurde 1938 dann auch verhaftet, also die männlichen Familienmitglieder und in der Reichspogromnacht und sind inhaftiert worden und hatten aber alle das Glück, zumindest kurzzeitig wieder freizukommen. Die beiden jüngsten Söhne konnten auswandern in die USA bzw. nach Ecuador. Und der älteste Sohn, Arthur, war eben im Ersten Weltkrieg sogar aktiv, war Mitglied der Stadtwehr und beteiligt bei der Niederschlagung der Bremer Räterepublik. Also eigentlich sehr konservativ und sehr aufs Nationale bedacht, hat ihm aber alles nichts geholfen. Er wurde 1941 verhaftet und nach Minsk deportiert. Und wurde dort bei einer Massenexekution 1942 ermordet. Also alle 440 Bremer Jüdinnen und Juden, die dort nach Minsk verbracht worden sind, also nahezu alle sind dort ermordet worden. Und der Sammelpunkt zu dieser Deportation war in der Nähe des Hauptbahnhofes, in der heutigen Schule am Barkhof. Dort wurden die Juden im Innenhof sozusagen zusammengefercht, ehe sie über den Hauptbahnhof dann gen Osten transportiert wurden. An Arthur Rosenthal und seinen Vater erinnern heute eben hier oben am Osterdeich an der Ecke zur Pferdener Straße Stolpersteine, denn auch der Familienvater Albert Rosenthal wurde trotz oder wegen seines hohen Alters recht spät deportiert, 1942, zusammen mit seiner Frau nach Theresienstadt. Er war da 81 Jahre alt und ist eben dort ermordet worden. Seine Frau hat zum Glück die Shoah überlebt und wurde von der Roten Armee befreit. Und sie ist auch später nach Bremen zurückgekehrt und hat viele Jahre auch mit ihren Kindern zusammen versucht, Wiedergutmachung zu erhalten, das Wohnhaus am Osterdeich zurückzubekommen. Im Endeffekt hat man sich da auch im Vergleich geeinigt und es gab eine finanzielle Entschädigung. Und der Verlag und Papierhandel ist sogar in den Familienbesitz übergegangen. Und das Schöne ist, der ist nach einigen Betreiberwechseln sogar heute noch existent. Und zwar in Hemelingen. Und wir hatten jetzt im Rahmen der Recherche für das Buch auch Kontakt mit dem Verlag. Und bin auch ganz froh und dankbar, dass man dort sich auch sogar dieser wechselvollen Geschichte des Verlages gewahr ist und auch die Familie oder die Geschichte der Familie Rosenthal kennt. Ein ähnliches Verfolgungsschicksal mit leider ähnlichem Ausgang gibt es bei Hugo Grünberg, eine Person, über die wir viele Jahre lang relativ wenig wussten. Also bisher gab es in Veröffentlichungen über Werders jüdische Mitglieder über ihn meist nur ein paar Sätze, dass es ihn gab und dass es ein Schiedsrichter war.
Ist auch zutreffend, war auch 1932 Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses bei Werder oder Mitglied des Schiedsrichterausschusses bei Werder. Und bei ihm ist ganz interessant, er hat 1940 geheiratet in Bremen und wurde ein Jahr später ebenfalls deportiert. Also kann man sich vorstellen, gerade relativ glücklich verheiratet und ein Jahr später dann schon zusammen mit seiner Frau deportiert, ebenfalls nach Minsk, wie der älteste Sohn der Rosenthals und eben dort auch ermordet worden. Bei ihm ist noch ganz interessant, dass sein Schwager Karl Katz war, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, den Lukas auch vorhin schon vorgestellt hat. Bei Karl Katz ist das Spannende oder das Traurige, dass er bewusst von den Nationalsozialisten in ein Dilemma gebracht worden ist. Er musste nämlich helfen, die Listen derjenigen Jüdinnen und Juden zusammenzustellen, die in die Konzentrationslager gebracht worden sind und konnte damit natürlich keine positiven Entscheidungen treffen. Also er musste sozusagen über Leben und Tod mitentscheiden und wurde in dieses Dilemma hineingezwungen, was bis heute auch zu Verwerfungen und Kontroversen geführt hat. Aber man möchte nicht mit einer solchen Situation tauschen müssen. Und es ist auch eine sehr beeindruckende Biografie. Von Hugo Grünberg sehen wir hier auch nochmal zwei Wohnsitze in der Neustadt, also genau wie bei Weinstein, auch zeitweise bei Ries, die Neustadt durchaus auch ein Ort, wo jüdische Vereinsmitglieder von Werder wohnhaft gewesen sind. Das ist auch nochmal ganz interessant. Links ist die Familie Grünberg, also Hugo ganz links mit seiner Schwester und seinem Schwager auf Norderney, also noch relativ vergnügter Nordseeurlaub um das Jahr 1940 rum. Rechts gerade vermählt mit seiner Frau Clara und eben wenige Monate später deportiert gen Minsk. Zum Abschluss wollen wir euch noch mal ein paar Worte zu Alfred Ries sagen. So ein bisschen ja der Aufmacher, der Aufhänger des Buches, auch relativ bekannt durch die Arbeiten, die Lukas hat das schon angedeutet, Hans-Joachim Wallenhorst oder Harald Klingebiel schon in den letzten Jahrzehnten eigentlich geleistet haben bei der Aufarbeitung der jüdischen Vereinsbiografien. Und Alfred Ries ist deswegen sehr spannend, weil der als junger Mann nicht nur Sportler bei Werder war, sondern auch das Präsidentenamt innehatte und nach dem Krieg auch nochmal wieder nach Bremen zurückgekehrt ist, nachdem er flüchten musste, auch dann lange Vereinspräsident war und sich auch anderweitig sehr stark engagiert hat. Alfred Ries war beruflich bei Kaffee Haken Bremen aktiv und da zeitweise auch Geschäftsführer der Bremer Böttcherstraße. Und über diese Zeit in der Böttcherstraße und über die Läden und Geschäfte dort gibt es was ganz Tolles, nämlich ein Tondokument. Und das möchten wir euch jetzt mal vorstellen. Ich fand das relativ bewegend, dass man ja so eine Person, die man nur von Fotos kennt, auch nochmal hört in diesem Dokument eben von 1932, also fast genau vor 90 Jahren, diese Audioaufzeichnung. Hier sind wir, denke ich, doch wohl im Robinson Crusoe Haus. Ja, richtig. Enthält Clubräume, Vortragssaal, oben den Voglersaal. Mit den besten Bildern des Bobsweder Altmeisters Heinrich Vogler. Dort die Scotlandstube, benannt nach dem Architekten dieser Straßenseite. Prachtvoll, eine Stube mit Ledertäfelung, mit Bremer und hanseatischen Insignien, eine Vitrine mit herrlichem Porzellan, blau und sogar einem ganz kostbaren Delfter Braun. Und hier die Bar, ebenfalls zu den Räumen des Club zu Bremen gehörig. Hier bekommen Sie den berühmten Club-Cocktail. Mixer, machen Sie uns mal zwei zurecht, bitte. Und jetzt lassen Sie uns nicht mehr vom Geschäft reden, Herr Ries. Na nun, was ist das? Das geht sogar maschinell bei Ihnen? Jawohl, das ist ein elektrischer Apparat, wie sie in Amerika immer gebrauchen. Also auch hier internationale Beziehungen? Ganz recht. So. Na, auf wen wollen wir trinken, Herr Ries? Ja, trinken wir auf das Wohl des Robinson Crusoe, mein Lieber, dem alten Bremer. Hoppla! Jetzt hätte ich mich aber doch beinahe verschluckt. Nein, nein, Herrschaften, das dürft ihr nicht machen, mich hier mit Cocktail überzufahren. Euren bremischen Lokalpatriotismus in Ehren. Aber auch Robinson Crusoe soll ein Sohn dieser erleuchteten Stadt sein. Gesagt ist gesagt. Seine Eltern waren richtige Bremer namens Kreuzner. Sie wanderten nach Schottland aus und da hat man ihren Namen in Crusoe verballhornt. Natürlich. Er schreibt es selbst. Er schreibt es selbst. Das Haus soll hier den alten historischen Irrtum berichtigen helfen. Also,
Nochmals die Nagelprobe auf Robinson Crusoe, den ollen ehrlichen Bremer. So, und neu geölt geht es weiter. Genau, also nachdem Alfred Ries hier den Rundfunkjournalisten durch die Geschäfte und kleinen Läden und Lokale der Böttcherstraße geführt hat, wenige Monate später hat Alfred Ries Bremen verlassen. Er hat weiterhin für Café H gearbeitet, zuerst in München, dann in Tschechien, dann in Jugoslawien. Und dort hat er sich von 1934 bis 1945/46 aufgehalten. Und kam dann eben nach Bremen zurück. In Jugoslawien war Ries erst eben für Haag tätig und nachdem der Betrieb dort liquidiert wurde, hatte er verschiedene Handelsvertretungen für Bremer und internationale Firmen inne und geriet zum Ende seiner Zeit in Jugoslawien auch mehrfach in Haft. Und als er dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Bremen zurückkehrte, erregte dieses Dokument Aufsehen und das hat auch zu einer Kontroverse geführt, die sich bis heute noch vorzieht. Und zwar ist das eine sogenannte Gewerbelegitimationskarte, damit Alfred Ries Handel treiben konnte für Bremer und weitere Unternehmen. Und diese Karte ist ausgestellt auf 1936 und von diesen Karten gibt es noch oder soll es gegeben haben noch drei weitere, datiert auf die Jahre 35, 42 und 44 und alle weisen ihn zwar als deutschen Staatsbürger, aber nicht als Juden aus und wahrscheinlich konnte sich Alfred Ries in Jugoslawien gerade nach dem Einmarsch der Wehrmacht dort noch relativ frei mit bewegen. Aber die Frage kam auf, wie konnte Alfred Ries als Jude an solche Dokumente gelangen? Und diese Frage beschäftigt bis heute Interessierte, aber auch Journalisten. Es gab auch vor zwei Jahren, ist es glaube ich inzwischen gewesen, einen Beitrag bei Buten und Binnen. Es gab auch eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Sportzeitschriften, die sich damit befasst haben, wie denn Alfred Ries an diese Dokumente gelangen konnte. Und man war sich relativ schnell sicher, dass das über die Auslandsspionage, die sogenannte Abwehr in Bremen erfolgt ist. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, ist das auch zutreffend, allerdings nicht, weil Alfred Ries als Spion tätig war, sondern weil er über ein berufliches Netzwerk, das wir inzwischen relativ klar nachzeichnen können, die Möglichkeit hatte, sozusagen über Vitamin B an solche Karten zu kommen, damit ihm Schutz im Ausland gewährt wird. Und maßgeblich beteiligt daran war der Leiter der Abwehr in Bremen, das ist dieser Herr, Walter Frischmuth, der nicht nur Alfred Ries, sondern auch anderen Jüdinnen und Juden in Bremen geholfen hat, an falsche Dokumente zu gelangen oder ins Ausland zu flüchten, wie zum Beispiel auch bei Hermann Rosenthal, dem jüngsten Rosenthal-Sohn. Und das Spannende ist eigentlich, dass das genau eigentlich schon so seit 60, 70 Jahren in den Wiedergutmachungsakten steht. Aber keiner diesen Aussagen, insbesondere hier von Walter Frischmuth, bisher Glauben geschenkt hat. Aber durch neue Dokumente, insbesondere aus britischen und amerikanischen Militärarchiven, wissen wir, dass da eben doch was dran war. Dieser Herr Walter Frischmuth eben sich sehr stark eingesetzt hat und man heute in diesem Kontext auch vom Rettungswiderstand spricht. Die Abwehr ist sozusagen Bestandteil der nationalsozialistischen Organisationen gewesen, aber gleichzeitig ein gewisser Hort des Widerstandes, ging schon bei der Spitze los mit Admiral Canaris, zog sich aber weiter durch verschiedene Ebenen, eben bis zu Walter Frischmuth, der dort seinen Freiraum genutzt hat, um jüdischen Menschen in Bremen zu helfen und davon hat unter anderem auch Alfred Ries sehr stark profitiert. Profitieren hingegen nicht konnten Alfred Ries Eltern, die sind nämlich in Bremen geblieben. Seine beiden Brüder sind auch ausgewandert, aber seine Eltern blieben in Bremen und sie wurden auch festgenommen und ebenfalls nach Theresienstadt deportiert und dort ermordet. Umso bewundernswerter, dass Alfred Ries, nachdem er aus Jugoslawien freikam, doch wieder in seine Heimatstadt Bremen zurückgekehrt ist, hier das Außenhandelskontor aufgebaut hat und sich auch wieder wenige Monate nach seiner Rückkehr bei Werder engagiert hat und auch wieder zum Präsidenten gewählt wurde.
Wir sehen ihn hier links mit DFW-Präsident Peko Bauens. Alfred Ries war nämlich auch Obmann des Werbeausschusses des DFB und in dieser Funktion auch DFB-Vizepräsident. Und 1953 beim Pokalfinale, das sehen wir unten rechts, hat er Peko Bauens, der war gerade bei einem FA-Cup-Spiel in England, vertreten und hat dort die Pokalübergabe gemacht, also hat den DFB-Pokal übergeben. Was wir da sehen, ist allerdings das Mikro, nicht der Pokal. Und zwar hat er dem Mannschaftskapitän von Rot-Weiß Essen, die haben dort gegen Alemannia Aachen gespielt im Düsseldorfer Rheinstadion, den DFB-Pokal verliehen. Und das ist nicht der heutige DFB-Pokal, wie wir ihn kennen, diese goldene Trophäe, sondern es war noch der sogenannte Schammer-Pokal, benannt nach dem Reichssportführer von Schammer und Osten, auf den Lukas auch schon eingegangen ist. Und auf diesem Pokal war auch noch ein Hakenkreuz zu sehen, das wurde aber relativ behelfsmäßig mit einer DFB-Plakette überklebt. Und ja, ausgerechnet der Jude Alfred Ries übergibt eben diesen Schammer-Pokal an die Siegermannschaft des Pokalfinales 53 an Rot-Weiß Essen. 1953 hat Alfred Ries dann nochmal beruflich einen anderen Weg eingeschlagen und ist in den diplomatischen Dienst gewechselt und war unter anderem tätig an den Botschaften in Jugoslawien, in Kalkutta und zum Abschluss als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Liberia. Und da sehen wir ihn hier auch bei einem Staatsbankett und links neben ihm ist seine zweite Frau Hilde Ries, die leider im letzten Jahr verstorben ist mit 97 Jahren und Mitglieder unserer Autorengruppe hatten glücklicherweise noch die Möglichkeit, sie vor ihrem Tod noch ein paar Monate lang zu kontaktieren, mit ihr telefonieren zu können und sie auch persönlich kennenzulernen und das hat auch sehr, sehr viel Einfluss gab doch auf eben das Buch, was heute hier vorliegt. Hier sehen wir nochmal Alfred Ries mit Karl Katz, also dem Schwager von Hugo Grünberg, dem Werder-Schiedsrichter, den wir auch schon kennengelernt haben. Und hier sehen wir zwei Jahre nach seiner Rückkehr nach Bremen, 63 ist Alfred Ries in Ruhestand gegangen und Ruhestand hieß bei ihm auch Unruhestand, also er ist nach Bremen zurückgekommen und wenige Monate später hat er auch hier wieder das Präsidentenamt bei Werder übernommen, hat also die Einführung der Bundesliga 1963 erlebt und 1965 eben den Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft. Hier sehen wir ihn dann eben mit der Meisterschale. Und zwei Jahre später wiederum, 1967, ist Alfred Ries dann nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben und liegt eben jetzt wenige hundert Meter von hier entfernt in der Deichbruchstraße auf dem jüdischen Friedhof. Ja, kommen wir zum Abschluss unseres Vortrags. Ich, wenn mein Zeitgefühl mich nicht täuscht, haben wir es auch geschafft, die Stunde zu füllen. Wir haben gerade einige jüdische Werder-Mitglieder vorgestellt bekommen und wir haben eine ganze Bandbreite an Schicksalen gesehen. Wir haben Verfolgung gesehen, wir haben Ermordung gesehen. Wir haben mit Eggert und Wolf auch zwei gesehen, die relativ unbehelligt leben konnten. Und genauso wenig wie die vorgestellten Biografien schwarz-weiß sind, ist es die Geschichte von Werder, speziell in der Zeit und in den Jahren danach. Und um das Farbspektrum jetzt völlig hier auszureizen, von schwarz, nicht alles schwarz-weiß, sondern auch viel grau oder teilweise auch so schwarz und weiß, dass es dann auch schon wieder ungewöhnlich ist. Und wir haben hier nur einige eindrückliche, faszinierende Begebenheiten nochmal aufgelistet. Eine ist, dass der Halbjude Hansi Wolf ab 1944 tatsächlich in der Leitung mit aktiv war von Werder Bremen. Mit Sicherheit nicht gewöhnlich. Fabian hat es kurz angesprochen, 1945 wurden zunächst die Sportvereine aufgelöst von der Militärregierung, dann erst unter anderem Namen wieder gegründet, es kam nochmal eine Namensänderung, bis Werder dann letztendlich den alten Namen wieder aufnehmen durfte.
schon erwähnt, Eggert und Wolf als zwei Halbjuden ab 45 Obleute des Vereins, war mit Sicherheit auch mit Sicherheit nicht schlecht, um eine schnelle Wiedergenehmigung des Vereins zu bekommen. Das würde ich hier noch anmerken. Faszinierend dann, Fabian hat es erwähnt, Ries kommt 1946 wieder nach Bremen, wird ab 47 wieder Vereinsvorsitzender, zusammen mit Willi Stöver, der ab 33 Vereinsführer war und sich da sehr sehr linientreu gezeigt hat. Es gibt übrigens auch Stöver hat angegeben, dass er brieflichen Kontakt mit Ries hatte, während er in Jugoslawien war. Belege dafür gibt es nicht. Es gibt letztendlich die Aussage von Stöver dazu. Aber beide zusammen halt als Vereinsvorsitzende. Dann gibt es die 50-Jahr-Feier 1949, für die ein Festausschuss gebildet worden ist 1948. Und in diesem Festausschuss paradoxerweise die drei Vereinsführer der 30er Jahre mit Stacke, mit Stöver und Hecht, die da die Vereinsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Vereinsjubiläum organisiert haben. Dann, ich hatte es kurz angesprochen, politische Betätigung in der Satzung. Bis 1932 sogar verboten. Ab 1933 ist dieses Verbot rausgefallen. 1935 explizit erwünscht. Und in der Satzung 1945 steht dann drin, dass der Verein auf dem Boden demokratischer oder auf demokratischer Basis steht und dediziert eine Anti-Nazi-Politik unterstützt. Und das mit gleichem Personal. Ich sag's noch, also sowohl die Vereinsführer Stöver, Hecht, Stacke waren vorher im Verein drin und wir sehen mit Eggert, mit Wolf zwei Personen, die durchgehend im Verein aktiv waren und mit Ries jemanden, der später auch wieder hinzugekommen ist. Und als allerletztes, es gibt alle 10 Jahre gab es 1939 gab es eine Vereinschronik zum 40-jährigen Jubiläum, die hat Stöver geschrieben oder hatte die Schriftleitung, hat auch den Teil zu den 30er Jahren geschrieben. In dieser Chronik werden Ries und die Rosenthals, also die beiden Personen oder die Familie, die wir vorgestellt hatten, die sehr aktiv waren im Verein, werden nicht erwähnt. 1949 gab es eine 50-Jahr-Chronik, die haben Ries und Stöver zusammengeschrieben. Stöver hat den Teil zu den 30er Jahren geschrieben und speziell Ries taucht dort in dieser Satzung wieder auf. Also es gibt Begebenheiten, die, und das ist vielleicht auch überleitend in die Diskussion, es gibt Begebenheiten, die sehr, sehr schwer zu erklären sind, ähnlich wie es auch natürlich aus jetzigem Standpunkt immer schwer zu beurteilen ist, wie sich der Verein tatsächlich hätte verhalten können. War es letztendlich vorauseilender Gehorsam oder war es letztendlich Überlebenswille? Meine Meinung habt ihr gehört. Und in diesem Sinne bedanken wir beide uns sehr herzlich, dass wir hier sein dürfen und für eure Aufmerksamkeit und übergeben zurück, nehme ich an. Danke. Ja, vielen Dank an euch für das Eintauchen in die Geschichte von Werder, für das Kennenlernen verschiedener Biografien. Wir möchten ganz gerne jetzt auch euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Dass das Publikum teilhaben kann, ob ihr vielleicht auch Gedanken habt, die ihr teilen wollt. Und dafür vielleicht einfach mit Handheben kurz signalisieren. Ich warte mal kurz. Vielleicht, manchmal muss das ja ein bisschen sacken erstmal. Soll ich mal eben zu dir kommen mit dem Mikro oder geht es vielleicht mit der Lautstärke? Ja, guter Punkt. Mit der Mehrheitsgesellschaft hast du ohne Frage recht. Es ist
nur sehr, sehr faszinierend für mich, wie die gleichen Personen bis 1933, also wenn sie es gewollt, also wenn es in der Mitgliedschaft gewollt war. Und das, wir sehen es ja auch beispielsweise an Adolf Hecht, der war ab 1931 Mitglied in der NSDAP. Es ist sehr gut möglich, dass das auch in der Mitgliedschaft bekannt war. Und offensichtlich wurde es ja mindestens geduldet, dass so jemand auch Obmann des Leichtathletikausschusses oder also auch ein Amt bekommt. Ich habe nur in der Recherche, und das finde ich so faszinierend, wirklich auch in der Außendarstellung keine Hinweise darauf gefunden, dass Werder sich dediziert völkisch oder national hingestellt hätte. Allerdings dann ab 1933 sehr stark. Also das beurteilt die Außenwirkung oder auch die Außendarstellung. Es kann natürlich im Vereinsleben durchaus anders gewesen sein, ohne dass wir es heute wissen. Und in dem Sinne sind auch einige der Quellen mit Vorsicht zu genießen, nicht? Also ich meine, die Protokolle der Mitgliederversammlung, die wurden in dem Wissen geschrieben, dass die ans Amtsgericht gehen und dass die dort jemand lesen kann. Was ich damit sagen will, ist, dass halt das Vereinsleben muss auch nicht immer so abgelaufen sein, wie es in diesen offiziellen Dokumenten drinsteht. Deswegen kann es natürlich sehr gut sein, dass es auch vor 33 solche Strömungen gab und dass auch die Machtergreifung der Nationalsozialisten unterstützt worden ist in der Mitgliedschaft. Nur haben wir dafür keine Dokumente gefunden. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Beantwortet es die Frage oder? Ich glaube halt schon, dass es diese Grauzonen gibt, denn die Frage ist ja, zum Beispiel Vereinsführer, die Mitte der 30er Jahre bei Werder da sind, sind die denn in der Weimarer Republik Demokraten oder überzeugte Demokraten? Und sind die dann überzeugte Nationalisten oder Nationalsozialisten und nachher wieder überzeugte Demokraten? Also, oder ist das einfach nur Opportunismus und alles andere wird kaschiert? Also für mich tun sich da doch viele Fragen auf. Genauso wie bin ich einerseits nicht treuer Anhänger als Vereinsführer der nationalsozialistischen Ideologie, aber warum schütze ich dann jüdische oder halbjüdische Mitglieder und begebe mich vielleicht damit auch in Gefahr oder bringe auch meinen Verein in Gefahr? Und auch wenn es diesen Briefwechsel tatsächlich gegeben hätte oder hat zwischen Stöver und Ries, also Deutschland, Jugoslawien, und ich kann mir gut vorstellen, dass es den gegeben hat, die Frage ist ja auch, was passiert, wenn sowas rauskommt und wenn so ein Brief auftaucht oder in die falschen Hände gerät. Also ich sehe da schon einige Grauzonen und ich frage mich auch immer, gerade weil wir ja auch nicht über 70, 80-jährige Männer sprechen, sondern auch über durchaus Leute, die 30, 40 Jahre alt sind, wie man sich selbst in so einer Situation verhalten oder ist es da auch vielleicht schon viel zu spät gewesen und man hätte schon viel früher als Gesellschaft, nicht nur als Werder, aufbegehren müssen, wenn die Sprache verroht. Also ich glaube auch, dass die sehr radikal geworden ist ab 32, 33, aber ich habe mir auch für unsere Recherche mal Bremer Tageszeitungen so aus den 20er und Anfang der 30er Jahre angesehen und man muss grundsätzlich sagen, auch schon rund um den Ersten Weltkrieg ist es eine relativ militarisierte Sprache, gerade in den Vor- und Nachkriegsjahren. Aber die Sprache wird schon rauer, radikaler, ausgrenzender und es ist ein schleichender Prozess und ich sehe den eigentlich schon Ende der 20er Jahre, dass die Sprache eine andere wird. Und die Frage ist eben halt auch, wann man als Gesellschaft noch reagieren kann und welche Möglichkeiten man hat, dort einzuschreiten. Weil ich glaube, irgendwann ist so ein Punkt überschritten und die Mehrheitsmeinung ist, wie du das gesagt hast, relativ eindeutig und man hat als Einzelperson vielleicht nur noch wenig oder weniger Möglichkeiten einzuschreiten. Und die Frage ist immer so, wann ist der richtige Zeitpunkt oder bis wohin muss man eigentlich reagiert haben, um solche schlimmen Entwicklungen zu verhindern, wie sie dann tatsächlich eingetreten sind? Ich komme jetzt zu dir mit dem Mikro, damit die Frage auch verständlich ist. Was mich interessieren würde, ist, seid ihr in euren Recherchen
mal drauf gestoßen, dass das Vereinsleben damals auch mit dem sportlichen Erfolg zusammengeknüpft ist. Ich meine, Werder ist ja 1930 erst ins Weserstadion gezogen, in damaliger Adolf-Hitler-Kampfbahn, und ist ja dann in der Gaulandliga. Also sie konnten während des Ersten Weltkriegs den kompletten Spielbetrieb aufrechterhalten, sie konnten während des Zweiten Weltkriegs bis 1944 den Spielbetrieb aufrechterhalten und sind ja auch mit dieser Vereinsführung, die damals aktiv war, mehrmals Gaulandliga-Meister geworden und so. Und mussten sich damals auch noch das Stadion teilen mit dem Bremer SV. Und da ging es ja auch darum, wer spielt dann hinterher. Also hat man vielleicht auch in die Zukunft geblickt, um zu sagen, hier, wir wollen hier im Fußball sportlich erfolgreich sein. Ja, ich glaube, das hatte ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Oder vielleicht kurz zu den Rahmenbedingungen. Ja, Werder war bis 1933 sportlich um Längen nicht so erfolgreich wie ab 1933. Das ist natürlich auffällig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist auch auffällig, dass es so eine Art Schuldenschnitt gab bei Werder, dass 75% ihrer Schulden erlassen worden sind 1933. Ich habe dazu weder bei Klingebeil und Wallenhorst eine Erklärung gefunden oder eine nachweisbare Erklärung gefunden, noch selber. Aber das sind mit Sicherheit angenehme Begleitumstände gewesen, wie jetzt Finanzen und sportlicher Erfolg zusammenhängen oder in der Zeit zusammenhingen, lässt sich wahrscheinlich nicht mehr ganz genau zeigen. Aber es sind mit Sicherheit angenehme Begleiterscheinungen gewesen, die man nicht missen wollte. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, oder? Und hat danach in Hockeriede gespielt, und das wollte auch den Bremer SV hier so ein bisschen verdrängen und die so ein bisschen an Pansenberg verschicken, weil man einfach mit dem Standort hier sehr geliebt ist. Also Werder war ja zu meinem Wissen auch der erste Verein in Bremen, der Eintrittsgelder genommen hat. Ich habe mir in meiner Masterarbeit auch zum Teil die Finanzen angeschaut des Vereins, und es ist tatsächlich bis auch in die 30er Jahre noch ein sehr verschuldeter Verein gewesen. Dann gab es ja auch in den 30er Jahren noch die Affäre um Spielerziehung. Also letztendlich, durfte Spieler nicht bezahlen, weil es Berufssportlertum nicht erlaubt war, hat aber gute Spieler abgeworben, indem man ihnen Jobs oder Scheinjobs letztendlich verschafft hat. Also das vielleicht als Kommentar zur finanziellen Geschichte des Vereins. Ja, aber Alfred Ries und sowas hat das ja erfolgreich gemacht. Warum sollte man sich von solchen Leuten dann trennen? Also die Vereinspräsidenten, die damals tätig waren, haben sich dann ja nicht von denen getrennt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf die Frage oder den Einwand verstehe. Ja, also die politischen Rahmenbedingungen haben sich natürlich geändert. Also Ries war ja zum Beispiel Geschäftsführer der Bremer Böttcherstraße, deren Mäzen war Ludwig Roselius, auch eine sehr zwiespältige Figur. Einerseits ja sehr NSDAP-nah, in der Böttcherstraße ist ja durchaus auch völkische Kultur zu sehen. Andererseits hat er eben auch seine Mitarbeiter, also Kommunisten, Sozialdemokraten, Liberale beschützt. Also auch dort wieder gewisse Grauzonen, und den Nationalsozialisten war die Böttcherstraße ja auch ein Dorn im Auge. Also spätestens mit dieser kulturpolitischen Rede von Hitler 1936 in Nürnberg hat er sich sehr klar gegen die Böttcherstraße ausgesprochen, aber zum Beispiel
das Schwarze Korps, also eine sehr radikale nationalsozialistische Zeitung, hat auch schon 32/33 sehr stark gegen die Böttcher Straße agitiert, und das soll ja auch einen Beitrag dazu geleistet haben, eben, dass die politische Stimmung auch gegenüber Ries gekippt ist und er eben aus allgemeinen politischen Erwägungen Bremen verlassen hat. In den Dokumenten ist dann eher von beruflicher Umorientierung die Rede. Ich glaube das nicht. Da steht auch viel zwischen den Zeilen. Und was die Rolle bei Werder angeht, ja, ich meine, das war am Anfang natürlich Breitensport. Also Profisport war verboten. Wir hatten ein Amateurstatut auf dem Papier. In der Realität, das sehen wir schon in den Anfängen des Fußballs in England, wird natürlich immer mit Arbeitsplätzen für Spieler, mit Zahlungen nebenher probiert, das aufzuweichen. Also ein Phänomen, was wir lange bevor dem, Berufsspielerstatus schon gehabt haben. Und bei Werder stand auch sehr stark immer die Geselligkeit, gerade in den ersten Jahrzehnten im Vordergrund. Also da gab es ja auch regelmäßige Bierabende, wo man sich getroffen hat. In den Vereinsnachrichten ist mehrfach davon die Rede, dass vollzählige Anwesenheit erwartet wird und dass die Mitglieder sich aktiv einbringen. Und ja, das fühlt sich schon so an, als ob man sich entschuldigen muss, wenn man mal nicht zu einer Veranstaltung kommt. Also da wurde sehr starker Wert drauf gelegt. Und das mit dem sportlichen Erfolg wurde natürlich sehr, sehr gern gesehen und hat mit Sicherheit auch nachher, gerade nach 45, sehr stark zur Popularität beigetragen, die der Verein Werder genommen hat. Von dem Status einer unter vielen Bremer Vereinen hin wirklich zum Glanzlicht der Stadt in sportlicher Hinsicht. Und ich glaube auch, dass gerade in den 20er Jahren die jüdischen Mitglieder und auch nach 45 sowieso einen sehr starken Einfluss auf die Entwicklung des Vereins genommen haben, weil es eben nicht passive Karteileichen waren, sondern in aller Regel sehr, sehr engagierte Mitglieder, die sich sehr stark für ihren Verein engagiert haben. Ja, danke schön. Ihr habt in dem Vortrag so Begriffe genutzt, also zum einen Halbjude und Mischling. Also mich hat das relativ dolle irritiert, dass ihr die so genutzt habt. Also ihr habt ja am Anfang auch einmal erklärt, was das ist und dass das der nationalsozialistischen Ideologie entspringt. Aber das sind ja eigentlich Begriffe, die es so nicht gibt. Also es sind ja keine, man kann das ja nicht irgendwie objektiv einer Person jetzt nachweisen oder irgendwie so. Genau, warum nutzt ihr die? Das ist eine gute Frage. Soll ich ohne Mikro? Okay. Ich glaube, ich, also im Fließtext natürlich in Anführungsstrichen, ich glaube, ich habe das für mich in diesem Moment in der Sprache so übernommen und im Kopf die Anführungsstriche dazu gesetzt. Es ist aber, ja, es ist ein interessanter Punkt. Ich meine, wir hatten es ja nochmal eingeordnet, dass das mit Sicherheit nicht unsere Begriffe sind. Aber ich glaube, ich persönlich aus Übertragung der Schrift in Wort. Ja, also in erster Linie geht's ja, oder ging es uns darum, darzustellen, warum so eine Ausgrenzung bestimmter Mitglieder erfolgt ist. Und erklären kann man das eben damit, dass sich sozusagen damals die nationalsozialistische Rassenlehre und auch damit die Rechtsprechung geändert hat. Also es ist eigentlich sozusagen eine Tatsache oder eine Darstellung der damals juristischen Tatsachen, wie es sich entwickelt hat und wie eben gegen jüdische Mitglieder vorgegangen ist. Also eher eine beschreibende Art, also überhaupt nicht irgendwie wertend gemeint oder so. Das liegt uns auch, glaube ich, beiden oder allen sehr, sehr fern, die wir an diesem Buch mitgewirkt haben. Also keine Begriffe, die man sich zu eigen macht, wobei ich glaube, alle, die sich dann auch ein bisschen eingehender mit dem Thema beschäftigt haben, auch mit dem Nationalsozialismus, wissen ja, wie absurd diese Ideologie ist und auch welche Widersprüche es in dieser Ideologie oder in diesem Anliegen der Ideologie gibt. Insofern ist
ist das eher eine deskriptive Beschreibung und jetzt nicht irgendwie Begriffe, die wir uns hier zu eigen machen oder machen wollten. Ja, ich kann vielleicht direkt was dazu sagen. Das sind Altbegriffe, die diese Werderaner seinerzeit, und nicht nur die Werderaner, die alle Menschen, die eben diesen Gruppen zugeordnet waren, stark im weiteren Leben in dieser Zeit geprägt haben und auch beeinflusst haben. Bei Hansi Wolf könnte man sagen, der hat seinen Job dadurch verloren, dass er nur als sogenannter Halbjude eingruppiert wurde. Wäre er Volljude gewesen, hätte man ihn gleich weggesperrt. Diese Kategorisierung musste man insofern weiter benutzen, auch für diese Beschreibung, die wir da gemacht haben. Es ist bloß schwierig, du kommst an diesen Begriffen einfach nicht vorbei. Und klar, wir haben es in dem Buch selber, ist es alles immer in ein Tüdelchen gesetzt. Das kannst du natürlich relativ schwierig nur darstellen in einer wörtlichen Rede. Ist nur so, das war halt wirklich entscheidend für den weiteren Lauf bis 45 und auch eben danach, wie wir es anhand der Wiedergutmachungsachten vorgenommen haben. Also kommst leider an diesen Begriffen nicht vorbei. Nicht, dass wir diese jetzt selber übernommen hätten, gar keine Frage. Aber das war halt prägend. Ich finde die Frage aber dennoch total wichtig und auch richtig, sich immer für Sprache auch irgendwie zu sensibilisieren. Ihr selbst habt ja oder seid in eurem Vortrag ja auch viel auf die Sprache und wie sich die Sprache dann spätestens ab 33 dann auch geändert hat, eingegangen. Ich hätte zwei weitere Fragen. So ein bisschen ist das schon angeklungen mit Blick auf heute. Wie schätzt ihr eigentlich die heutige Erinnerungskultur im Fußball ein? Und der Zweite Weltkrieg, das Ende, die Kapitulation Nazi-Deutschlands ist jetzt 77 Jahre her. Warum sind eigentlich jüdische Biografien im Fußball und auch weitere Opfer der Shoah so lange unsichtbar geblieben? Und warum sind eigentlich so viele Biografien nach wie vor unsichtbar? Habt ihr eine Idee davon? Also vielleicht mal mit der zweiten Frage startend. Es liegt, glaube ich, daran, dass wir keine Stunde Null hatten. Also es ist ja nicht so, dass wir nach 45 alles mal zurückgesetzt haben und dann kommen da neue Leute, die in der Justiz sind, in der Politik, in den Vereinen, in der Kultur, sondern wir haben auch personelle Kontinuitäten. Natürlich möchte man sich nicht selbst den Prozess machen. Insofern ist das, glaube ich, relativ klar, warum viele Sachen erstmal versucht worden sind, unter der Decke zu halten. Wir sehen ja auch die Kontinuitäten bei Werder, die hat Lukas ja auch dargestellt. Also ich glaube, man hat lange Zeit probiert, das Thema zu ignorieren oder klein zu halten. Es ist erst so nach meiner Beobachtung in den letzten 30 Jahren verstärkt aufgekommen, dass man sich mit dem Thema stärker auseinandersetzt. Ich finde, Werder ist gerade so mit seiner 90-Jahr-Chronik schon sehr stark angefangen und hat überhaupt sich mal auf die Suche begeben und geschaut, Mensch, was war eigentlich bei unserem Verein los ab 33 spätestens? Wie haben die sich verhalten? Gehörten wir genauso dazu wie die anderen auch? Und hatten wir auch jüdische Mitglieder? Und was ist eigentlich mit denen passiert? Und da wurde echte Pionierarbeit geleistet. Und erst so in den letzten 20 Jahren ist das noch viel akribischer und aktiver geworden. Und nicht nur von Historikern, auch, das muss man ja auch mal hervorheben, bei vielen Vereinen mit sehr, sehr starker Initiative heraus aus der aktiven Fanszene. Also Bayern München ist ja so ein bekanntes Beispiel dafür, aber es gibt auch noch viele andere, wie Hertha BSC Berlin, wo auch über den jüdischen Mannschaftsarzt auch eine relativ beeindruckende Broschüre vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde. Also bei vielen Vereinen hat sich da eine ganze Menge getan und es hat nicht nur, wir haben das gestern auch nochmal diskutiert, nicht nur mit der Größe des Vereins zu tun, es gibt auch viele kleinere Vereine, das kann ja auch in der Regional- oder Oberliga sein oder noch darunter oder Vereine, die früher mal bedeutender waren. Da gibt es teilweise sehr gute Ausarbeitungen schon und bei einigen großen Vereinen, wo man das erwarten würde, gibt es noch nicht so viel. Das steht und fällt auch immer sehr stark mit engagierten Personen, die in der Fanszene aktiv sind, die sich für ihren Verein begeistern, die im Verein aktiv sind.
ist ja auch immer die Frage, hat man überhaupt noch einen Vereinsarchivar, der sich mit sowas beschäftigen kann und dafür auch Zeit hat? Oder ist das eine Stelle, die bei vielen Vereinen ist das so, irgendwie an der Kommunikation angesiedelt ist oder an anderen Stellen und wo das eigentlich nach hinten runterfällt, weil da keine Zeit für ist? Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte und auch keinen Zugang zu dem Thema hat, dann fällt das Thema in aller Regel hinten runter, bis vielleicht mal Leute kritisch nachfragen und gerne wissen möchten, was denn da damals los gewesen ist. Und das ist ja auch eine Sache, die uns so ein bisschen umgetrieben hat und weswegen wir gesagt haben, da möchten wir gerne noch mal ein bisschen tiefer in die Materie hineingehen. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft und wird auch noch viel passieren in den letzten Jahren. Und ich glaube, da haben wir auch so einen kleinen Corona-Vorteil. Zumindest haben wir den so ein bisschen bei den Recherchen festgestellt. Denn viele Archive oder Archivgute, was bis vor vielen Jahren gar nicht so stark zugänglich war oder man hätte weit fahren müssen ins Ausland, und das irgendwo beantragen müssen, wahrscheinlich irgendwie noch auf irgendeinem Bogen, den man dann dahin faxen muss oder so, wäre ganz schwierig gewesen. Heutzutage wird viel digitalisiert, es gibt viele Möglichkeiten, da schnell Zugänge zu bekommen. Und jeder, der auch irgendwie sagt, ich möchte mich da selbst mal ein bisschen reinknien, der kann eigentlich loslegen. Also hat wirklich alle Möglichkeiten zu starten da darf davor auch keine Scheu haben. Selbst kleine Schritte führen da ans Ziel. Und ich meine, wir würden ja auch niemals für uns beanspruchen, dass wir jetzt irgendwie das Weisheitsletzter Schluss irgendwie entdeckt haben. Das ist sicherlich ein kleiner Baustein in der Geschichte von Werder, wo es aber noch eine ganze Menge sicherlich auch zu entdecken gibt. Also zum Beispiel Carina Knapp-Kluge hat das in letzter Zeit häufiger auch aufgebracht. Was ist denn mit anderen verfolgten Werder-Mitgliedern? Es gab ja nicht nur jüdische Vereinsmitglieder, sicherlich auch Sozialdemokraten, Kommunisten. Wir haben jetzt gerade von einem Geschäftsmann gehört, den Nationalsozialisten anscheinend ein Dorn im Auge war und für den auch in Kürze bald ein Stolperstein vielleicht verlegt wird. Also es gibt noch sehr viel zu entdecken rund um Werder, auch was diese sogenannte Täterperspektive angeht. Also da gibt es wirklich noch alle Möglichkeiten, sich dann noch weiter historisch auszutoben. Ja, vielleicht zwei, drei ergänzende Kommentare dazu. Auch mit der zweiten Frage angefangen. Ich würde da auch mitgehen, dass es gerade dadurch, dass es keinen, wie Fabian es formuliert hat, keine Stunde Null gab durch persönliche Kontinuitäten, dadurch, dass beispielsweise Theo Eggert war auch in einer Spruchkammer aktiv mit anderen Verfolgten zusammen. Es gab, wie ich gesagt hatte, unterschiedliche Beurteilungen der unterschiedlichen Verfolgten. Dann gab es die personellen Kontinuitäten von, die wir alle kennen, bei Lehrern, bei Richtern aus der NS-Zeit bis nach 45. Die mit Sicherheit ein Grund dafür gewesen sind, dass nicht so viel nachgeforscht wurde oder nicht so viel öffentlich gemacht wurde, wie es hätte gemacht werden sollen. Wobei der Sport da natürlich, wie es glaube ich eben auch schon angeklungen ist, kein Einzelfall ist. Ich meine, wir sehen ja auch in den 90er Jahren, dass es da, ich meine, mit VW gerade angefangen hat, dass sich Unternehmen mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, gerade in Bezug auf Zwangsarbeit. Also Sport ist da mit Sicherheit kein Einzelfall. Und zur Erinnerungskultur im deutschen Sport sehe ich so, dass auf der einen Seite ist es sich an bestimmte Personen oder Ereignisse erinnern, wozu wir hoffentlich einen Beitrag geleistet haben. Auf der anderen Seite ist es auch, sich immer wieder zu erinnern, wie es nicht aussehen sollte. Und ich glaube, dass es, wie wir vermutlich alle wissen, heute aktueller oder heute immer noch leider aktuell. Und nochmal zurückkommt auf dieses Urteil von 2020 aus dem Bundestag bezüglich des verfolgten Status von sogenannten asozialen und sogenannten Berufskriminellen. Es ist, obwohl die NS-Zeit sehr lange her ist, nach wie vor sehr aktuell.
Also eine Sache würde ich auch gerne noch sagen zu diesen personellen Kontinuitäten. Das wird gerade an diesen Vorwürfen, über die wir gesprochen haben, gegen Alfred Ries sehr, sehr deutlich. Im Wiedergutmachungsverfahren gegen Alfred Ries werden zwei Kronzeugen zitiert und die sagen, ja, der Alfred Ries, vielleicht hat er auch für die Spionage gearbeitet. Man weiß es nicht. Müsste man mal genauer nachforschen. Und diese Zweifel, die dort an der Integrität von Alfred Ries gesät worden sind, die wurden lange Zeit für bare Münze genommen, 2017 in diesem angekündigten oder genannten Beitrag in der Zeitschrift Sportzeiten und auch noch vor wenigen Monaten noch bei Buten und Binnen bei Radio Bremen. Aber ohne mal zu schauen, wer sind eigentlich diese Belastungszeugen, die dort zu Rate gezogen werden. Die werden da einfach als Polizisten ausgewiesen, aber man muss sich eben dann doch die Mühe machen, mal links und rechts zu schauen, mit wem haben wir es da zu tun. Und es ist das große Verdienst von Dirk Harms, der auch an diesem Buch mitgeschrieben hat, dass der schon damals für die Broschüre über Alfred Ries mal genauer hingesehen hat und herausgefunden hat, und das war auch gar nicht so schwer, dass wir das damals mit diesen beiden Polizisten mit zwei Leuten zu tun haben, die vorher als Judenreferenten für die Gestapo aktiv waren und Deportationen von Bremer Jüdinnen und Juden in die Konzentrationslager organisiert haben. So, aber für das im Wiedergutmachungsverfahren werden diese beiden als Kronzeugen wie selbstverständlich hingenommen, und ein Herr Frischmuth, der für die Abwehr aktiv ist, dem wird überhaupt kein Glauben geschenkt, und es zieht sich bis heute durch, und das ist tatsächlich ein bisschen eine erschreckende Sache, aber gleichzeitig ein Ausweis dessen, dass oder ein Beleg dafür, dass eben personelle Kontinuitäten dafür gesorgt haben, dass keine vernünftige Aufarbeitung über viele, viele Jahre möglich war. Wir haben jetzt ja viel genau in die Vergangenheit geguckt und vielleicht aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auch ein bisschen der Ausblick, was vielleicht jetzt noch ansteht. Habt ihr konkret weitere Rechercheprojekte, die anstehen, oder Ideen, wo es weitergeht? Okay, also es gibt oder gab in den letzten Jahren zum Glück viele Kontakte, die wir knüpfen konnten mit ganz verschiedenen Einrichtungen und Institutionen. Und es hatte sich in der Recherche gezeigt, dass noch nicht für alle Bremer oder Werderaner, also jüdischen Werderanerinnen und Werderaner, es Stolpersteine gibt, die im Stadtbild eben auf den Bürgersteig eingelassen sind und an die Schicksale dieser Menschen erinnern. Zum Beispiel ist das der Fall bei dem jüdischen Werder-Schiedsrichter Hugo Grünberg und seiner Frau. Und da hat sich in den letzten Wochen glücklicherweise der Umstand ergeben, dass wir dort mit der Stolpersteininitiative in Bremen Kontakt haben und es im Juni jetzt tatsächlich eine Verlegung von Stolpersteinen geben wird in der Neustadt für diese beiden Personen. Und es wird noch einen weiteren Stolperstein geben, aber der, zu dem kannst du, glaube ich, eher was sagen. Ein bisschen zumindest, ja. Ich hatte Leo Weinsteins Vater nicht erwähnt, der auch deportiert und ermordet worden ist, und genau, über Fabians Kontakt mit der Stolperstein-Initiative wird auch für den Vater von Leo Weinstein ein Stolperstein verlegt, was ja ich persönlich ein sehr, sehr gut finde. Ja, und vor kurzem gab es noch eine Ausstellung über jüdische Sportlerinnen und Sportler in Deutschland. Die hat in Osnabrück stattgefunden, und das ist so eine Wanderausstellung mit Jüdinnen und Juden, die sehr viel für den Sport gemacht haben, zum Beispiel Walter Bensemann oder Julius Hirsch, nachdem auch dieser DFB-Preis benannt ist. Und diese Ausstellung wurde um regionale Sportgrößen ergänzt, und man hat da netterweise auch an Alfred Ries gedacht, und dort wurde eine Alfred Ries-Figur aufgestellt auf dem Vorplatz des Doms in Osnabrück. Und die Ausstellung ist jetzt vor ein paar Tagen zu Ende gegangen, und netterweise durch Engagement von Werder Bremen wird es jetzt so sein, dass diese Figur auch ins Vereinsmuseum, ins Museum überführt wird. Also das sind hier so die nächsten Stufen. Und was so die weitere Recherche angeht, haben wir auch in den letzten Wochen gesehen, dass Werder Bremen auch angekündigt hat, sich intensiver nochmal mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und dort eine wissenschaftliche Untersuchung nochmal beauftragen möchte, nach dem Vorbild anderer Vereine. Also Bayern München hat das jetzt zum Beispiel auch mit dem Institut für Zeitgeschichte angegangen
vor einiger Zeit und da jetzt auch gerade was veröffentlicht. Und das ist vielleicht auch ein möglicher nächster Schritt. Aber es muss natürlich nicht vom Verein nur selbst kommen. Das kann natürlich auch zum Beispiel aus der Fanszene heraus oder von weiteren Interessierten passieren. Genau, ich glaube, mit Blick auf die Zeit kommen wir zum Abschluss der Veranstaltung. Genau, wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für den Vortrag, für eure wichtigen Recherchearbeiten in diesem Zusammenhang. Bei wem jetzt ein bisschen die Neugier noch geweckt wurde für das Thema, wir haben am Ein- und Ausgang einen Büchertisch. Schaut gerne dort vorbei, dort sind ein paar Bücher, die uns der Verlag zur Verfügung gestellt hat. Genau, wir möchten uns noch bedanken bei Werder für die Örtlichkeit hier, dass wir in der Loge sein durften. Danke an die DEG für die Aufnahme und auch danke an dich, Sascha, für die technische Unterstützung. Genau, wir möchten auch nochmal darauf hinweisen, dass im Rahmen dieser Veranstaltung noch ein Vertiefungsworkshop im Bunker Valentin stattfindet. Zur Biografie von Theo Eggert, und dieser Workshop findet voraussichtlich am 25. Juni statt. Und die nächste reguläre Veranstaltung aus der Reihe 90 Minuten Tacheles wird ein Doppelworkshop sein mit Pavel Brunzen zum Thema Antisemitismus in Fußball-Fankulturen, der Fall RB Leipzig. Und dieser Doppelworkshop findet am 5. und 6. Juli bei uns im Ostkurvensaal statt. Genau. Wir möchten euch alle gerne noch in den Ostkurvensaal einladen auf ein Getränk. Kommt gerne vorbei, kommt weiter ins Gespräch miteinander. Ich glaube, die Fragen, die gestellt wurden, das war ein kurzer Aufschlag. Ich glaube, ihr seid auch noch im Ostkurvensaal, seid ansprechbar noch. Genau, wir sind auch noch da. Vielen Dank, dass ihr bei der Veranstaltung wart. Genau, wir wünschen euch noch einen angenehmen Abend und dann bis zum nächsten Mal.